Oh, täglich grüßt der Hundetrainer. Piep, piep, piep hat mein Handy gesagt. Klack, klack, klack hat mein Handy gesagt. Und das heißt, ich muss in einer halben Stunde beim nächsten Termin sein. Bin mit dem einen Termin jetzt gerade fertig und jetzt geht's zum nächsten. Das schaffe ich aber locker. Und weil ich das so locker schaffe, können wir uns noch über ein Thema unterhalten. Und das ist wieder was zum Schmunzeln. Weiß ich nicht. Ist das zum Schmunzeln? Ja, in den meisten Fällen ist das zum Schmunzeln. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass so ein paar Sätze, die Hundetrainer immer wieder hören, ne? Oder die ich immer wieder höre, aber sicherlich geht das meinen Kollegen nicht anders. Da gibt es echt so ein paar Dinge. Aber eine Sache habe ich da erwähnt, dass die Art und Weise, wie Menschen mich telefonisch kontaktieren, mir schon Aufschlüsse über gewisse Dinge gibt oder geben kann. Das ist nicht immer so, aber ich würde sagen, so in zwei Drittel der Fälle ist man dann schon auf dem richtigen Weg. Folgendes passiert. Mein Telefon klingelt. Ich gehe rein und sage, schönen guten Tag, Hundeschule Stadtfälle. Schönen guten Tag, mein Name ist Müller-Meyer-Schulze. Wir haben einen Golden Retriever Arbeitslinie und wir haben ein Problem. Und der, oh Scheiße, was ist denn hier los, ey? Und da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Die Art und Weise, wie oder was Menschen mir am Telefon sagen, gibt tatsächlich oftmals schon Aufschlüsse darüber, wie sie ihr Tier sehen, ja, oder wie sie ihren Hund sehen. Also in dem Fall, ich habe jetzt einfach gesagt, Golden Retriever, Arbeitslinie oder, aber das ist, es könnten auch viele andere Formulierungen sein, die aber alle den gleichen Hintergrund haben. Ne? Also das könnte auch sein, wir haben Labrador, Arbeitslinie oder wir haben einen Australian Shepherd oder einen Border Collie. Natürlich, das soll vorweg gesagt sein, jede Rasse hat so ihre Eigenarten. Ne? Ja, und es gibt auch tatsächlich in den einzelnen Rassen zwischen Arbeits- und Showlinie riesengroße Unterschiede mitunter. Aber worauf ich in diesem Video hinaus will, ist was anderes. Ganz, ganz, ganz häufig melden sich Menschen bei mir so, indem sie so ein paar Dinge vorweg erzählen und mit diesen Worten schon mitgeben, dass ihr Hund ein schwieriger Fall ist. Angeblich schwieriger Fall ist, ne? Oder anders ist. Ne? Also es gibt überhaupt keinen Grund, ich nehme jetzt mal das Beispiel Golden Retriever Arbeitslinie, ne? Es gibt überhaupt keinen Grund, das so herauszustellen, dass der Golden Retriever aus der Arbeitslinie oder aus der Showlinie ist. Weil letztlich ist es erstmal nur ein Hund und erstmal nur ein Golden Retriever. Ja, es gibt Unterschiede vom Hütehund zum Jagdhund zum Herdenschutzhund und so weiter und so fort. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Kunden ich habe, die einfach da falsch rangehen. Eine Kundin, die zum Beispiel mit der habe ich immer noch Kontakt. Ich kann mich da wie heute dran erinnern. Die rief mich an und sagte, ach, ich war schon bei so vielen Trainern und ich brauche unbedingt Hilfe, aber irgendwie kann mir keiner vielleicht. Sie sind der Letzte, den ich probiere, danach gebe ich es auf. Ich habe einen Herdenschutzhund. Da habe ich gesagt, ja, halt auch, ja, okay, was macht er? Ja, die bellt andere Hunde an und die ist total aggressiv an der Leine und die geht auf die Hunde los und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, wir treffen uns mal, wir gucken uns das an. Kam sie mit ihrem Herdenschutzhund da an, hallo Sabine übrigens, kam sie mit ihrem Herdenschutzhund da an und ich habe nur gedacht, okay, aber das Problem ist kein Herdenschutzhundproblem, das ist ein Erziehungsproblem. Also das hätte halt auch ein Zwergpudel sein können, der sich so verhält. Das hat nichts mit dem Hundetypus an sich zu tun. Ja? Und es hat auch nichts damit zu tun, ob es ein Herdenschutzhund ist, ein Goldie Arbeitslinie, ein Rottweiler oder ein Pudel. Oder, ja? In den allermeisten Fällen, also ich würde sagen, zwei Drittel der Fälle, wenn nicht sogar mehr, in denen Menschen mir sagen, auch schon am Telefon, dass ihr Hund oder ihre Rasse oder vielleicht sogar aber dieses eine Individuum, dieser eine Hund, tatsächlich irgendwie anders und schwieriger ist, stelle ich vor Ort fest, nö, der Hund ist nicht das Problem. Und das ist ganz oft so. Also je nachdem, was Menschen mir sagen am Telefon, habe ich schon so ein Bauchgefühl, in welche Richtung der Termin gehen könnte. Und ganz oft liegt man da richtig. Und da gibt es zwei große Gruppen. Es gibt immer so ein schwarzes, also es gibt eine schwarze, eine weiße Gruppe in Anführungsstrichen. Und es gibt natürlich auch immer so vereinzelte graue Fälle, wo es einfach ein bisschen gemischt ist. Aber es gibt Fall Nummer 1. Ja? Gruppe Nummer 1 ist,
Schönen guten Tag, wir haben ein Problem mit unserem Hund. Der reagiert an der Leine total verrückt auf andere Hunde. Wir wissen nicht mehr weiter. Die sagen mir gar nichts. Die sagen mir ganz, ganz kurz und knapp, ich habe einen Hund, der hat ein Problem, das macht er, ich brauche Hilfe. So, diese 4, 5 Punkte sagen die mir und sonst nichts. Und da musst du fragen, okay, wie alt ist denn der Hund? Ja, der ist jetzt 1,5. Was ist es denn für ein Hund? Das ist ein Rottweiler. Ja, okay. Ja? Und dann sage ich immer, okay, alles klar, jetzt müssen wir uns treffen, dann müssen wir uns das Ganze anschauen. Rottweiler war jetzt nur irgendwas, ne? Ich habe irgendein Wort, irgendein Hund gesagt. Das ist also so, es gibt also die Gruppe, die sagen mir einfach nur, ich habe ein Problem mit meinem Hund. Und die sehen das Ding auch als Hund. Ich sage extra Ding, ne? Um das so ein bisschen zu nivellieren. Die sehen das einfach als Hund. Die sehen da nicht die Rasse da drin. Und dann gibt es immer wieder Leute, die anrufen und sagen, ja, schönen guten Tag, wir haben da ein Problem. Unsere Lotte, die macht uns verrückt. Aber ich muss Ihnen vorweg schon sagen, das ist auch ein Schnauzer. Ja, es ist halt ein Schnauzer. Okay, hat einen Bart, ist aber ein Hund. Ne? Also hat 4 Beine, wedelt, frisst Fleisch. Ist ein Hund. Hat halt nur eine andere Farbe und ein anderes Fell. Es ist ganz, ganz selten, gibt es tatsächlich Leute, die mich anrufen und mir sagen, okay, ich habe einen Hund und der Hund ist folgende Rasse und das ist mein Problem und ich sage, ja, wichtige Information, welche Rasse das ist. Wir machen jetzt mal 3 Beispiele. Gleicher Wortlaut, nur wir tauschen die Rasse aus. Und ihr werdet, glaube ich, feststellen, es gibt tatsächlich auch ein paar Mal die Information, wo ich sage, okay, jawohl, da ist die Rasse ein wichtige Information von Anfang an. Und da weiß ich dann auch nicht, in welche Richtung der Termin geht. Beispiel. Telefon klingelt. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Müller-Meyer-Schulze. Wir brauchen Hilfe mit unserem Hund. Der hört nicht auf uns, der geht immer jagen und rennt immer weg. Das ist übrigens ein Australian Shepherd. Variante 1. Variante 2. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Müller-Meyer-Schulz. Ich habe ein Problem mit unserem Hund. Das ist ein Labrador-Arbeitslinie. Der rennt immer weg und geht immer jagen. Variante Nummer 3. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Müller-Meyer-Schulze. Ich habe ein Problem mit unserem Husky. Im Freilauf geht der immer jagen. Der hört nicht auf uns, rennt immer weg. Ja, also, ich habe jetzt einfach 3 Hunderassen rausgenommen, aber eine davon ist halt wirklich, wo du schon weißt, okay, also bei 3-mal diesem Anruf würde ich bei den ersten beiden erstmal ein Bauchgefühl haben, okay, das ist eine Frage von Erziehung. Und beim dritten, bei dem Husky, habe ich sofort Bauchgefühl von, oh, selbst wenn wir den erziehen und selbst wenn wir das üben, kann das echt sein, dass du den nicht von alleine machen kannst, weil es ist halt ein Husky, ne? Es ist halt nicht einfach. Das ist so ein bisschen wie, wenn mich jemand anruft und sagt, ah, ich habe so ein großes Problem, mein Hund geht so stark jagen. Und ich sage, ja, was haben sie denn für einen Hund? Ja, es ist ein Galgo. Oder es ist ein Deutsch-Drahthaar. Oder ein Deutsch-Kurzhaar. Ja, okay. Ja, es ist ein Griffon. Ja, es ist ein Pudenko. Wenn ich den von der Leine mache, ist der immer weg. Ja, es ist halt auch nicht so einfach, so einen Hund von der Leine zu machen. Ja, es ist ein Beagle. Oder es gibt halt einfach so Telefonate, wo am Anfang feststeht, Rasse plus Thema, kann schwierig werden. Aber das sind echt wenige. Die meisten sind Problem plus Rasse plus Ausrede, weil Rasse. Ja? Also wenn mich jemand anruft und sagt, oh, unser Hund, ne, der hört ja gar nicht, aber es ist eine Dogge. Ne? Also es ist auch nicht so einfach, weil es ist eine Dogge. Nee, es ist eine Dogge. Also dass der nicht hört, kannst du mir erzählen, wenn du dir eine chinesische Dogge holst. Weil die haben überhaupt keinen Bock, mit Menschen was zu machen. Aber eine deutsche Dogge kannst du sehr, sehr gut erziehen. Die wurden als Arbeitstiere genutzt. Lange. Also, ja, ein bisschen länger geworden, das Video. Es ging jetzt eigentlich nur darum, um mal klarzustellen oder zu zeigen, wie aus wie wenig Formulierung ich tatsächlich schon Informationen ziehen kann und sagen kann, oh, das könnte ein interessanter Fall werden, das könnte ein schwerer Fall werden. Oh, ich glaube, ich habe schon eine Idee, in welche Richtung das geht. Ja? Also ganz oft denke ich bei sowas wie, ah, oh, wir haben Labrador-Arbeitslinie. Dann denke ich immer dran, ja, das ist scheißegal, ob das eine Arbeitslinie ist. Du hast einen Labrador, gnädige Frau, und wahrscheinlich hast du ein Erziehungsproblem. Wahrscheinlich. Ne? Also das kommt dann oft so raus. Letztlich in allen Fällen stelle ich am Telefon alle Fragen, die ich so brauche. Wie alt ist er? Wo kommt er her? Wie lange haben sie ihn? Ist er kastriert? Seit wann tritt das Verhalten auf? Und so weiter und so fort. Und dann entscheide ich, wie es da weitergeht. Ne? Aber manchmal ist es echt witzig. Also das mit dem Labrador-Arbeitslinie war halt tatsächlich
Ne, die rief an, okay, du, ja, hier und der, der bellt andere Hunde. Ist aber auch ein Labrador-Arbeitslinie. Ne? Also es ist wirklich Arbeitslinie. Kennen Sie sich denn mit Arbeitslinien aus? Dann habe ich gesagt, ja, gucken wir uns an. Und dann komme ich da hin und dann ist das ein Bild von einem Showlinien-Labi. So dick, kräftig, tollpatschig, mopsig, völlig unerzogen. Die Arbeitslinie ist da vielleicht vorbeigelaufen beim Deckakt. Mehr auch nicht. Also die haben halt angeblich einen Labrador als Arbeit, aber der sah nichts aus wie Arbeitslinie. Ne? Also wer da sich mit auskennt, der weiß, dass die tatsächlich einen großen visuellen Unterschied mitbringen können. Und da, der Hund hat geschrien nach Showlinie ohne Ende. Ne? Richtig kragen und dick und bolzig und ja. Witzig. Manchmal reicht ein Telefonat aus, um eine Idee zu haben. Und manchmal kommst du aber auch dahin und du hörst am Telefon eine Stimmelage, du hörst eine Beschreibung, du fragst ein paar Dinge, du hörst die Antwort und du denkst schon, ah, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Und dann kommst du da an und das Bild von dem Menschen, das du im Kopf hast, ist völlig verkehrt. Das Bild von dem Hund, das du im Kopf hast, ist völlig verkehrt. Und du stellst vor Ort fest, scheiße, das ist echt schwer. Also das wird eine Herausforderung. Da fällt mir gerade ein Thema ein, indem ich mich mal so richtig mit den Gedanken ein Bild im Kopf hatte und im Nachhinein vor Ort feststellen musste, scheiße, ist wirklich ganz anders als das, was du erwartet hattest. Und es war ein richtig, richtig schweres Thema. Können wir uns ein andermal drüber unterhalten. Das soll für heute reichen, war eine längere Folge. Ich bin raus. Ciao.